Hier ist euer Paco und heute habe ich für euch die Loot Chest. Genau, hier die Loot Chest Juni 2018. Ich bin mal richtig gespannt, was drin ist. Und ich habe noch eine Besonderheit. Ich stelle das mal auf Zeile. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich werde auf jeden Fall einen Teil daraus verlosen. Mal gucken, hoffentlich ist was Gescheites drin und irgendwas, was ich auch nicht mag, weil sonst wäre es blöd. Nämlich bei mir steht alles voll damit. Ich habe, glaube ich, 50 von diesen T-Shirts hier und meine Freundin hat langsam die Schnauze voll. Deswegen werden wir einen Teil draus verlosen und das sage ich dann zum Schluss, was ihr machen müsst dafür und welches Teil es ist. Also fangen wir an mit dem Auspacken. Lass mal aufmachen. Okay, guck nicht rein, es ist nur so halb offen. Und jetzt holen wir das erste Teil raus, das ist ziemlich groß. Das ist das T-Shirt. Okay, es fühlt sich nach wenig an, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay, ich habe die kleinsten Sachen rausgeholt. Das wäre einmal hier. Pass auf. Destroyer. Destroyer. Den haben wir gleich zweimal, den Destroyer. Das sind so Kaugummi-Dinger, die sind ja immer umsonst in der Loot Chest. Auf die jetzt. Nee, die probieren wir nicht. Wir probieren eins. Komm, wir probieren eins. Das mache ich normal nicht so vor der Kamera, weil ich mag kein süßes Zeug und es klebt ja auch immer alles. Oh, das klebt schon in der Packung fest, ey. Das sieht echt gruselig aus, das Teil. Das ist der Destroyer, okay. Ja, das ist auch sauer. Das ist wirklich ein Destroyer. Entschuldigung, dass ich jetzt so schmatze, aber das ist irgendwie eklig. Das gehört schon mal mit zur Verlosung, also das gebe ich schon mal mit. Aber das ist nicht die Hauptsache. Nein, das ist nicht das Hauptteil. Geht, ist das eklig. Ich hoffe, ich kann es komplett runterschlucken. Okay. Weiter geht's. Ich habe hier ein Heft. Ein Heft habe ich hier. Ich ziehe das mal so runter, dass ihr seht, was es ist. Es ist von Tops und extra ein Loot Chest Teil, so wie es aussieht. Hier unten, seht ihr es? Und was da so drin ist? Shadowrun, fünfte Edition. Okay, es ist, wir blättern mal das zusammen durch. Boah, das Zeug ist eklig. Denjenige, wo es kriegt, viel Spaß damit. Also Shadowrun. Das ist ziemlich viel Text für einen Comic. Ach, das ist ein Rollenspiel. Alles hat seinen Preis. Hier. Würfel. Das ist so eine Rollenspielanleitung. Das ist auf jeden Fall viel Text und ich glaube, das ist ein Spiel. So eine Art Rollenspiel. Wer daran großes Interesse hat an das Heft, lasst jetzt bitte unten in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob man hier noch ein bisschen was sehen kann. Also wer viel Rollenspiel macht und denkt, boah, das bräuchte ich für meine Rollenspiele. Das bitte in die Kommentare unten schreiben. Vielleicht schicke ich das dann los. Also das ist Shadowrun Grundregelwerk zum halben Preis. Ja, seht ihr das? Da ist auch noch ein Code drin, glaube ich. Den machen wir mal weg. Ich hoffe, den habt ihr jetzt nicht gesehen. GPS. Ja, interessant. Also Shadowrun. Das Heft, mal gespannt, was das wert ist, das sieht man ja nachher. Und derjenige, wo totaler Rollenspiel-Fan ist und es gern haben möchte, das soll es mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht, wenn es mehrere sind, verlose ich das auch noch an die, wo es gern möchten. Ne? Ist nochmal so eine Karte, was man sich ausschneiden kann. So, Shadowrun, das Heft. Bis jetzt. Boah, das schmeckt immer noch eklig. Was haben wir denn noch hier drin? Ich glaube, das ist nicht viel.
So, jetzt haben wir das größere Teil. Und es ist ein Batman-Motorrad zum Hinstellen. Ich glaube, ich werde davon nochmal mit einer anderen Kamera kurz ein paar Bilder machen, das hier einfügen. Werde ich, glaube ich, von jedem Teil machen, dass ihr das bessere Sicht habt. So, seht ihr es von vorn? Hier sind meine Klappaugen. Ich hätte das Bild hätte ich da drüben hin machen sollen, an einem anderen Monitor. Dass ihr da bessere Sicht habt, das mache ich schnell. Alles live, ihr bekommt alles mit. Ich schiebe das jetzt einfach hier rüber, das OBS. Und so kann ich dann sehen, ob ich es euch zeige, bevor ihr das ganze Zeit irgendwie schnell zu heben. Also ein Batman Mofa soll das darstellen. Da hinten das Bild, ich weiß nicht, das sieht man durch die Kamera nicht. Das hat so einen kleinen 3D-Effekt. Batman Legends of the Dark Knight. Könnt ihr euch dann selber lesen? Okay, okay. Das ist ein Mofa von, oder Motorrad von Batman. Hier seht ihr es auch in den Reifen, ist das schöne Batman-Zeichen. Was soll ich davon halten? Nicht so schön. Nicht so schön, finde ich das. Mit 5 Minuten sind wir schon. Wir machen mal schnell weiter. Das Mikrofon wegtun, sonst haue ich die ganze Zeit dagegen. Und was haben wir jetzt? Okay, da habe ich jetzt T-Shirt auf jeden Fall billig. Und noch ein Plastikteil. Wow, cool. Das sieht cool aus. Boss Base. Ich weiß jetzt, was das ist. Aber es ist ein. Das ist auf jeden Fall so ein Schild. Auch kein. Fühlt sich ziemlich fest an. Ich mach mal auf. Wenn ich das verlose, nicht wundern, dass es schon offen ist, aber es sieht man nicht, weil es so glänzt. Und das ist natürlich scheiße. Wenn ich das verlose. Mal gucken. So, aber jetzt könnt ihr euch das angucken. Boah, sieht schon nice aus, ne? Was ist das für ein Spiel? Warspace? Das ist bestimmt so ein Strategie-Rollen-Aufbauspiel oder so ein Ding. Kenne ich mich leider nicht mit aus. Wenn ihr davon eine Ahnung habt, was es sein soll, dann ist so ein Blechschild. Dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Okay, bis jetzt bin ich nicht zufrieden, muss ich sagen. Hoffentlich ist das T-Shirt gut, weil ich habe schon gespürt, es ist nichts mehr drin außer das T-Shirt. Und ich zahle dafür ein Plus-Abo. Weiß nicht. Es wird immer weniger, auch bei der Z-Box habe ich das Gefühl, es wird immer weniger und dadurch auch uninteressanter. Bei der Z-Box hauen sie halt ganze Zeit Münzen rein, das nervt auch. Schatz, was cooles Nerd. Ich stehe mehr auf Figuren und solche Sachen. Auch mal was von Mario oder so, wäre echt cool. Ich packe das T-Shirt aus. Weil das T-Shirt werde ich auf jeden Fall nicht verlosen, weil die Größe habe nur ich, glaubt mir. Wow, was ist das? Ein schwarzes T-Shirt. Ja, das ist ja geil. Das ist geil. Zeige ich euch jetzt. So. Das ist John Wick. Das ist echt schwer, so ein riesen T-Shirt euch zu zeigen, ne? Das ist John Wick. Ich glaube, das ist so ein zweiten Teil. Aussieht. Finde ich cool. Ich mag die John Wick-Filme. Wollte jetzt nicht. Es ist halt Action geladen. So viel Story ist da jetzt auch nicht, aber ich liebe die. Also das T-Shirt finde ich natürlich wieder geil. Also. Das ist cool, das ist echt cool, fühlt sich auch gut an. Obwohl, ich finde den Aufdruck hier, der ist diesmal richtig dran wie aufgeklebt. Da muss man echt beim Waschen muss man da ein bisschen aufpassen. Denke ich mal, aber ist cool. Liebe ich, ist cool. John Wick. John Wick. Auf den seht ihr. Ich bin John Wick. Ich hab meinen Hund getötet, ihr Schweine. Da, John Wick. Das war's denn. Oder? Wir gucken jetzt in die Kiste. In der Kiste ist nur noch eine Sache. Das ist das Heft. Das holen wir raus und schauen mal, was da noch gegeben hätte. Oder was da gibt. Und danach kommt das Gewinnspiel. Okay. Wir haben das Heft. Ich blätter jetzt mal rum. Also die letzte Box mit der Tasse, die war echt geil.
Die Halbtasse, die habe ich noch und die ist total cool. Du kannst nicht draus trinken, weil die echt schwer ist, aber das ist mega. Okay, wir haben das T-Shirt. Das T-Shirt hat einen Wert von 14,95 Euro. Diesmal rechne ich nicht zusammen. Aber nur, dass ihr es wisst vom Preis. Was stelle ich das auf? Also ihr müsst mir glauben, das T-Shirt kostet 14,95 €. Dann hätten wir... Boah! Mein scheiß Mofa ist da gar nicht abgebildet. Aber die zwei... Einmal dieses Batmobil und das neuere Batmobil. Das ist ja mega geil. Darauf hätte ich Bock gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich habe ja das schicke Mofa bekommen. Was ich jetzt nicht so schön finde, muss ich ehrlich sagen. Das hätte aber auch 14,95 € gekostet. Dann dieses Blechschild. Das kostet 9,95 €. Als ihr das lesen könnt, ich muss noch was mit der Kamera machen. Aber wie gesagt, das kommt erst, wenn auch was läuft auf meinem Kanal. Dann werde ich die Kamera verstärken oder dass bessere Bilder sind. Ja, ich meine jetzt so, weil die Kamera hat auch 100 € gekostet. Macht so schlechte Bilder. Oder ich muss mich mehr ausleuchten, obwohl es zumindest hell ist. Ist ja Tag. So, jetzt haben wir dieses Comic-Heft, dieses Shadow One, wo kein Comic-Heft ist. Das ist eine Anleitung für das Rollenspiel. Wie gesagt, wer wo Interesse dran hat, soll sich bitte melden. Dann diese Gummibärchen da, die sind aber kostenlos gewesen. Und ich habe immer noch einen ekelhaften Geschmack da im Mund. Seht ihr das? Und was haben wir denn noch? Was? Es hätte für Plus-Mitglieder, also die, wo Plus-Paket haben, jetzt noch was gegeben, nämlich eine Nintendo-Kette. Jetzt frage ich mich aber, da ich Plus-Mitglied bin, warum ich diese Kette nicht drin gehabt habe. Also das finde ich jetzt ein bisschen frech. Da muss ich auf jeden Fall noch gucken, ob das irgendwie dran steht, dass es nur begrenzte für Plus-Mitglieder ist, aber ich bin extra Plus-Mitglied und ich finde das irgendwie nicht lustig, dass ich diese Kette nicht drin habe. Weil die Box, muss ich euch ehrlich sagen, die war jetzt nicht so der Hammer. Und, naja. Was haben wir noch? Hier könnt ihr euch Einhörnerzeuge bestellen. Also, wie gesagt, ich fand die Box jetzt nicht so gut. Ich fand das T-Shirt ging. Das John Wick T-Shirt, da finde ich aber den Aufdruck nicht so cool. Hier, das ist wieder was ganz anderes. Das fühlt sich besser an. Und ich habe das schon öfters gewaschen und sieht immer noch so geil aus. Und ich denke mal, das wäscht man 2-3 Mal und dann hat man da ein Problem mit dem Druck. Muss man echt aufpassen. Dann haben wir noch dieses Schild. Dieses Schild geht. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wohin mit. Mal gucken, wo es einen Platz kriegt. Da lässt mir noch was einfallen. Aber dieses Schild. Dann haben wir das Mofa. Wo es dann natürlich ein Batmobil gab. Eine neue Version und eine ältere Version. Was viel geiler ist. Wie gesagt. Dann John Wick T-Shirt und dieses Heft, wie gesagt, der wo Shadowrun 5. Edition haben möchte, dieses Regelheft, wie es aussieht, ist ja ein Regelheft, Grundregelwerk, der kann es unten in die Kommentare schreiben, vielleicht schicke ich es ihm dann zu. Ich denke aber, ich kann nichts damit anfangen, ich bin jetzt kein so Rollenspiel-Fan, aber es gibt ja ganz viele, wo sowas gern machen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Ach nee, und wir haben noch diese Gummibärchen-Teile. Naja. Ich weiß nicht, ob man die Box. Also ich hoffe, sie wird noch besser. Weil sonst weiß ich echt nicht, ob man die noch weitermachen nach den 6 Mal. Wo jetzt kommen. Jetzt zur Verlosung. Achso, wenn ihr die Box bestellen wollt, falls ihr sagt, boah, die war ober mega geil, unten werde ich euch den Link reinmachen und ich bekomme dafür nichts. Also ihr könnt ganz normal auf den Link klicken und da bestellen. Aber ich bin da jetzt kein Partner oder sowas. So. Und jetzt kommt zur Verlosung. Was verlosen wir von den ganzen? Das T-Shirt, ich bin zu fett, deswegen passt da kein normaler Mensch rein. Deswegen behalte ich das. Das Heft, das werde ich so zuschicken, weil ich finde, von der Verlosung ist es nicht cool. So, ihr könnt gewinnen. Einmal den Bubblegum Destroyer. Das schmeckt echt Destroyer-mäßig. Und das Batmofa. Das Batmofa werde ich verlosen. Ich habe dafür keinen Platz. Mir gefällt es nicht so. Aber kann es sein, dass es irgendjemand sagt, boah, das möchte ich unbedingt haben. Das gefällt mir.
dann könnt ihr hier mitmachen beim Gewinnspiel. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst natürlich unten einen Hashtag reinschreiben. Hashtag Batman. Dann weiß ich, dass ihr mitmachen wollt. Und dann möchte ich diesmal, dass ihr unten reinschreibt, was für ein Video wollt ihr gern von mir sehen. Wollt ihr mal so ein bisschen Real Life sehen, wo ich ein bisschen über mich was erzähle? Schreibt mal irgendwas runter, was ihr gern sehen wollt. Vielleicht mache ich da ein extra Video noch. Das muss ich gucken. Ich bin nicht so begeistert, wie ihr merkt. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Mir ist das jetzt nicht so. Jeder, der was möchte, also wie gesagt, Hashtag Batman runterschreiben. Dann weiß ich, dass ihr mitmacht. Und dann mir bitte runterschreiben, was für ein Video wollt ihr gerne sehen? Wollt ihr mal so ein Real-Life-Video sehen? Also Real-Life, vielleicht wo ich mal 10 Sachen über mich sage. Oder wollt ihr noch irgendein Spiel sehen, wo ihr noch nicht gesehen habt, wo ich mal durchzocke mit euch zusammen? Das könnt ihr unten reinschreiben damit. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterschauen, beim nächsten Loot-Chest. Also die Z-Box kommt ja eine Woche immer später. Mal gucken, ob da was richtig drin, Gutes drin ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Tschüss. Bin raus. Don't you cry, don't